Hallo meine Lieben, unser Alltag wird zunehmend immer hektischer und stressiger. Das beginnt schon mit dem Aufstehen. Ach, wie schön wäre es, einmal etwas länger schlafen zu können. Doch es ist leider etwas anders. Der Wecker klingelt und wir springen aus dem Bett. Schnell frühstücken und dann schnell zur Arbeit. Die Hektik ist schon vorprogrammiert. Zuerst müssen wir uns mit dem derzeitigen Stau beschäftigen oder der Bus kommt mal wieder zu spät. Und dann klingelt auch noch das Handy. Wahrscheinlich will wieder jemand etwas Lapidares wissen. Und wenn wir nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommen, gibt es nichts Schöneres, als an einen Erholungsschlaf zu denken. Doch wie kann man am besten vom Trubel des Alltags abschalten? Es gibt schon Möglichkeiten. Als erstes einmal die unnötigen Lichtquellen aus dem Schlafzimmer abschaffen. Auch hat der Fernseher, das Tablet oder das Handy überhaupt nichts im Schlafzimmer zu suchen. Diese Strahlengeräte sind einfach Gift für den Körper, für das Gehirn. Auch beim Aufwachen in der Nacht bitte nicht aufstehen, sondern liegen bleiben, wieder die Augen schließen und an etwas Schönes denken, mit dem Gedanken, ich will jetzt wunderbar weiter schlafen. So signalisiert man dem Körper, dass die Nacht noch nicht vorbei ist. Wichtig ist, dass man 2 Stunden vor dem Schlafengehen keine Mahlzeiten mehr zu sich nimmt. Denn zum Beispiel das Eiweiß macht munter und somit ist es uns mit der Ruhe vorbei. Es ist aus mit der Ruhe. Besonders wichtig ist auch die Matratze. Eine gute Matratze, auf der du wunderbar liegst, gibt dir einen besseren Schlaf, wie auch das Kopfkissen. Dazu sollte man sich im Fachgeschäft richtig beraten lassen. Bei Schläfern, die sich ständig hin und her wälzen, empfiehlt sich ein Kissen aus Hirsespreufüllung, da es feinkörnig und geräuscharm ist und den Nacken wunderbar unterstützt. Dies sind einige wichtige Hinweise, wie man abschalten kann, wie du die nötige Ruhe für einen erholsamen Schlaf bekommen kannst. Sollte aber dies alles auch nichts nützen, kannst du mich anrufen. Ich helfe dir. Meine Telefonnummer siehst du hier unten eingeblendet. In lichtvoller Liebe, eure Deria.